Hallo Freunde des gepflegten Trendhandels. Im heutigen Video geht es weniger um eine Analyse oder einen Handelstipp. Ich möchte einfach ein paar Gedanken loswerden und es geht um die Panther-Strategie. Nun ja, ich hoffe, dass ich euch jetzt so ein bisschen neugierig gemacht habe. Was hat dann wohl ein Panther mit Trading zu tun? So, da muss ich ein kleines bisschen ausholen. Nun, für mich ist die Börse ja so ein ewiger Kampf, ja, der wie im Sport, es gibt Siege, es gibt Niederlagen, ja, davon ist eben halt Sport geprägt. Und ich meine das jetzt nicht wirklich negativ als Belastung, sondern ich sehe Sport eher als Bereicherung, ja. So, und ja, ein Sportler, der ja, sich dem Wettkampf stellt, ja, der trainiert und hat auch mal Muskelkater, aber er jammert nicht darüber, ja. Er weiß eben halt, das Training macht ihn immer besser und letztendlich sieht er das als Bereicherung und es erhöht einfach seine Lebensqualität. So, und ihr habt ja sicherlich schon mal gehört von dem legendären Buch Survival of the Fittest von Charles Darwin, ne? So, in diesem uralten, aber ich finde bahnbrechenden Buch beschreibt er Überlebensstrategien der Tier- und Pflanzenwelt. So, und das führt mich zu der Frage, ob dort nicht irgendwie Parallelen zur Börsenwelt existieren. Und dieser Gedanke kam mir neulich wieder, als ich eine Tierdoku sah im Fernsehen. Es ging um den schwarzen Panther. Ja? So, und der schwarze Panther, das ist ein Urwaldtier. Ja? Er lebt hauptsächlich in den tropischen Regenwäldern und ist gekennzeichnet durch seine dunkle Färbung, die ist fast schwarz, ja. Das ist eine perfekte Tarnung, ja. Wenn der im Busch läuft, dann sieht ihn niemand, ja. Und wenn er es nicht will, dann ist er praktisch nur so ein Schatten, der sich da irgendwie bewegt, ja. Und bemerkenswert ist seine Jagdstrategie, die wir direkt auf unseren Börsenhandel übertragen können, ja. Und der Panther ist kein Raubtier, das sich so auf lange Hetzjagden einlässt. Ja? Und das wäre, sagen wir mal, vermutlich auch im Dschungel auch gar nicht so möglich, weil ja überall Sträucher und Bäume sind. Ja? So, er bleibt lieber völlig unbemerkt im Verborgenen und wartet. Ja? Er hat gleichzeitig von der Natur eine enorme Geduld mitbekommen und er liegt scheinbar faul auf den dicken Ästen in den Bäumen. Ja? So, und so spart er Energie und setzt seine Kräfte nur dann ein, ja, tatsächlich, wenn er ein sehr, sehr hohes Gewinnpotenzial sieht, ja. Und der Panther, falls ihr euch fragt, der Panther und der Leopard und auch der Jaguar sind genetisch sehr, sehr eng miteinander verwandt, ja. Und im Vergleich zu anderen Raubkatzen sind sie tatsächlich ein bisschen leichter, ja, die wiegen so zwischen 50 und 100 Kilogramm, ja, leichter, insofern, wenn man es mit einem Löwen vergleicht oder so, oder mit einem Tiger, so, aber dennoch sind die Panther in der Lage, ihre Beute durch ihre außergewöhnliche Kraft auf den Baum heraufzuziehen, ja, und wenn ihr mal so ein bisschen in den Tierdokus stöbert, und ihr würdet dann mal eine Aussage hören von einem Wildhüter in Afrika, welche Raubkatze die gefährlichste ist, ja, dann werdet ihr meistens den Leoparden hören, ja, vom Begriff her. Und das liegt eben an der Unberechenbarkeit. Das hat auch der Panther. Ja. Wenn er angreift, dann greift er richtig an. Und es ist, als wenn man in eine laufende Kettensäge greift. Ja. Und der Panther schaut sich praktisch seine Beute oft von oben an, ja. Und er studiert sie die ganze Zeit. Er greift erstmal nicht an, sondern erst wenn die Beute sehr, sehr nah herangekommen ist, ja, dann wartet er, bis der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Ja, Timing. Ja. Und wenn das Opfer in seiner Nähe ist, dann geht er zum Angriff über und zwar richtig entschlossen. Der springt dann sein Opfer an und versucht mit einer absoluten Entschlossenheit sofort einen tödlichen Kehlbiss anzusetzen. Ja, also er will nicht kämpfen, sondern er will die Beute schnell erledigen. Und so schafft er es auch, im Vergleich
zu anderen größeren Raubkatzen die Beute ziemlich schnell zu erlegen, ohne großartig in Gefahr zu kommen. Der Panther will letztendlich keinen Kampf und er vermeidet auch dabei, so gut es geht, jedes Verletzungsrisiko. Ja, und jetzt mal im Ernst. Habe ich damit nicht eigentlich die ideale Börsenstrategie beschrieben? Die Ruhe und die Gelassenheit, die der Panther bringt, ja, das ist doch eigentlich ideal, auch wenn man das überträgt auf einen Trader. Ne? So, der Trader muss ja auch auf seine Chancen warten. Und im Gegensatz dazu wäre auch so eine hektische Kursjagd ja eigentlich eine komplette Energieverschwendung für den Trader. Ja, und besser ist es doch, wenn man sich wirklich nur auf die Basics seines Handelssystems, seiner Setups eben fokussiert und sich dann auf die Lauer legt. Und irgendwann, ja, irgendwann kommt immer eine fantastische Gewinnchance. So ist eben halt die Börse. Das macht die Börse auch wirklich interessant. Und denkt einfach mal drüber nach. Ich hoffe, dass das einfach mal so eine Anregung für euch war. Und ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch grandiose Trades. Euer Christian.